Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom One-on-One. Heute sind wir zu Gast beim vielleicht nächsten Nachfolger von Jan Sommer in der Schweizer Nazi, und zwar bei unserem U21-Keeper, beim Philipp Köhn. Philipp, schön, bist du da. Hallo. Ja. Philipp, du bist deutsch-schweizerischer Doppelbürger. Was würdest du so als deine Heimat bezeichnen? Kann man ja ganz offen sagen. Also ich bin aufgewachsen, geboren in Deutschland. Von daher ist es auch meine Heimat. Aber dass ich jetzt so sage, da gehöre ich her, bin ich glaube ich nicht der Typ, dafür bin ich auch schon zu viel rumgekommen. So, aktuell bin ich in Salzburg, letztes Jahr war es Leipzig, also ich sage, die Heimat habe ich jetzt nicht, und von daher. Du sagst, du bist viel rumgekommen, das hat man schon in deinen Jugendvereinen, war das so, du hast bei 3 Vereinen in deiner Jugend gespielt, von der ersten oder zweiten Bundesliga, also die erste Mannschaft dort. Wieso bist du so viel rumgereist? In der Schweiz machst du einfach mal einmal bis in den Top-Verein, dann machst du die Juniorenzeit da durch. Ja klar, das weiß man dann ja nicht. Man fängt halt an, ich habe ja bei ganz klein, bei Bambinis noch im Heimatverein gespielt, da bin ich zum MSV Duisburg, habe dort 2 Jahre gespielt, und dann schaut man halt, was da der nächste Schritt, was da einen weiterbringt. In dem Fall war es dann Schalke, wo ich 5 Jahre war. War auch eine schöne Zeit, aber dann, um den nächsten Schritt zu machen, war dann halt Stuttgart die richtige Alternative. Und ja gut, so ging es dann halt weiter. Dort habe ich dann halt die Jugend auch abgeschlossen, bin dann zu Leipzig in den Profibereich gewechselt. Da war es ursprünglich auch anders geplant, aber das ist halt im Fußball so, da weiß man manchmal nicht, was kommt. Und kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Genau, und dann habe ich halt den Schritt weitergemacht nach Salzburg. Welche dieser 3 Jugendvereine hat dich am meisten geprägt, so in deiner Juniorenzeit? Da fühle ich jetzt gar nicht, dass spezifisch mich einer geprägt hat. Es war schon so, von Verein zu Verein hat es einen weitergeprägt. Ich glaube, besonders in der Persönlichkeitsentwicklung war es dann halt in Stuttgart, weil ich da wirklich den Schritt von zu Hause weg gemacht habe. Aber sonst würde ich jetzt sagen, hat jeder Verein für sich so ein bisschen dazu beigetragen. Du hast schon erwähnt, du bist von Stuttgart, hast sozusagen die Jugend verlassen und bist dann nach Leipzig gewechselt. Weshalb war da nicht Stuttgart eine Option? Ich meine, wenn du schon dort spielst. Ja, klar. Also ich habe mir da viele Gedanken zu gemacht. Am Ende war es die Entscheidung, dass ich da die bessere Perspektive gesehen habe. Wie ich schon gesagt habe, da war es dann auch anders angedacht, dass ich da bei Leipzig in der zweiten Mannschaft spiele. Der Plan wurde dann so ein bisschen über den Haufen geworfen, und das war dann auch besonders schwierig für mich. Aber da haben wir eine gute Lösung gefunden, vor allem mit der U20 hier, dass ich da meine Spielzeiten bekomme. Genau, und dann. Also was war genau bei Leipzig angedacht? Weil in der ersten Mannschaft waren ja schon 3 Torhüter, 2 davon genau, ja. Schweizer. Was war denn da überhaupt dein Plan? Ja, der Plan war, dass es eigentlich so, wie es üblich ist, dass ich rangeführt werde, Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammel. Und das hat sich dann natürlich dann komplett verändert, indem die zweite Mannschaft dann aufgelöst wurde. War dann leider so, aber ich glaube, ich habe da trotzdem das Beste aus dem Jahr gemacht, weil so Erfahrungen auf dem Level, die bekommt man halt nicht überall, und das war schon sehr viel, was ich da mitnehmen konnte. Aber grundsätzlich hast du eigentlich wie ein Jahr kein Pflichtspiele bestritten auf Clubfußballebene. Das kann man so sagen, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein verlorenes Jahr war, es für mich nicht. Also wie schon gesagt, es waren viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch mal da in dem Profibereich mal anzukommen. Vorher war es halt immer, da durfte man mal reinschnuppern. Jetzt war ich halt vollkommen oben dabei, und das war schon cool. Aber jetzt geht es halt auch für mich wieder um Spiele. Das ist natürlich. Aber hat es dich in deiner Entwicklung nicht irgendwie zurückgeworfen? Sagst nicht, es war ein verlorenes Jahr? Nee, also absolut nicht. Also klar, Pflichtspiele im jungen Alter sind schon wichtig. Deswegen habe ich halt jetzt den Schritt weiter nach Salzburg gemacht. Aber in dem Jahr habe ich schon, muss ich sagen, auch in der Persönlichkeit, weil man halt weiß, im Fußball kann es halt nicht immer rosig sein. Und als Torwart ist es halt so, man ist die einzelne Person, die spielen kann. Und da war es halt schwierig, das war von mir vornherein auch klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, verloren ist ja absolut nicht. Also schon. Wie war das so für dich, mit 2 Schweizer Torhütern zusammen zu sein? Hat man da irgendwie, also nimmt man das so wahr, oder ist da jeder für sich alleine und am Schluss bist du mehr Konkurrent als Freund, oder wie ist das? Also es ist schwierig. Also Torhüter sind natürlich dann immer auf der einen Seite, muss man eine gute Chemie haben, weil man alltäglich zusammenarbeitet, aber ich denke, am Ende ist es trotzdem Konkurrenzkampf, den man da hat. Verstanden habe ich mich mit allen,
allen sehr gut. Fabio saß in der Kabine neben mir, hat dann schon ab und zu mal ein bisschen längere Gespräche. Kann natürlich auch viel erzählen aus seiner Erfahrung und von daher, es war eine super Zeit. Dadurch lernen wir halt auch viel, also einfach die Erfahrung von anderen mitnehmen. Yvonne hat da auch natürlich schon einiges zu erzählen gehabt und Pete Gulaschi war halt da die Nummer 1, ist ja aktuell auch und ist dann halt für alle nicht so einfach, aber ich glaube, da haben wir das Beste draus gemacht. Eben, das Beste draus gemacht, der Wechsel zu Salzburg, war das eigentlich so die einzige logische Reaktion? Ja, es ist eine logische Reaktion. Kann man also der so einzig logische Schritt in dem Sinn, oder? Ja, also mit 4 Torhütern bei Leipzig. Ja, genau. Da war ja klar, dass da auch nochmal was passiert, weil da andere auf der Position auch nicht zufrieden waren. Für mich war es jetzt aber dann trotzdem wichtig, auch wieder an Spiele zu kommen. Und dass sich das so ergeben hat mit Salzburg, war natürlich super, weil da halt mit Liefering auf gutem Niveau noch eine Alternative ist, wo man Spielpraxis sammeln kann. Und deswegen war ich sehr froh, dass es dann so geklappt hat. Ist denn die Situation, dass du jetzt zweite österreichische Bundesliga spielst bei Liefering, so zufriedenstellend für dich momentan? Na, aktuell natürlich nicht. Also ich bin für dieses Jahr, was jetzt die Saison ist ja bald dann vorbei, sage ich, war es gut für mich, auch mal wieder Spielpraxis sammeln, auch auf Männerfußball-Ebene. Und von daher, also zufriedenstellen ist das natürlich nicht. Ich will dann schon höher, vor allem bei Salzburg, dann auch angreifen. Das ist jetzt auch mein Ziel für die kommende Saison, da schon ordentlich Druck auszuüben. Und was dann am Ende ist, das weiß man ja nicht. Aber wie siehst du da die Chancen bei Salzburg? Ich meine, da hat es ja zwei gestandene Torhüter, beide noch längere Zeit Vertrag. Ja gut, längeren Vertrag hat der Walke ja auch nicht mehr. Er hat noch ein Jahr. Und deswegen bin ich auch dahergekommen, weil Perspektive da ist. Der Alex ist ein super Typ, aber muss man ja auch sagen, ist nicht mehr der Jüngste. Von daher sehe ich da auch meine Perspektive, da schon aufzurutschen. Der Zizan hat da auch noch länger Vertrag, hat es auch super gemacht, ist ja der beste Torwart geworden in der Liga, auch muss man sagen, sehr verdient. Aber natürlich will ich da schon meine Chancen ergreifen. Jetzt kommt natürlich auch ein neuer Trainer dazu, da weiß man auch nicht, wie das aussieht und man wird sehen. Also ich werde da natürlich alles reinhauen und dann mal schauen, was draus wird. Ich muss noch mal ein bisschen rumstockern, aber die Nummer 2 dann bei Salzburg zu sein, das wäre ja dann auch nicht dein Anspruch, oder? Na gut, ich bin jetzt 21, also muss auch erstmal ruhig bleiben. Als Torwart ist es halt so, dass man nicht immer reingeworfen werden kann und von daher muss ich dann auch ein bisschen Geduld aufbringen. Es nagt natürlich, weil man immer spielen will, aber das habe ich letztes Jahr schon mitgemacht und dass es auch mal anders laufen kann. Aber ich denke, als Nummer 2, wenn man da schon mal in der Position ist, dann geht es auch schnell, dass man auf Nummer 1 ist. Wenn irgendwas passiert, im Fußball geht es halt auch mal schnell. Das Pech des anderen, das ist Glück des anderen. Also ja, von daher muss man mal schauen. Wie stehst du zur Super League? Wäre ein Wechsel in die Schweiz vielleicht auch eine Option für dich? Auf jeden Fall, ja. Mal hier zu spielen? Ja, wie gesagt, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aktuell bin ich sehr zufrieden. Muss natürlich schauen, was die Zukunft dann auch bringt. Aber ja, Super League, also ich denke mal jetzt mit IB in der Champions League, das hat auch schon ein Zeichen gesetzt. Und dass das eine Super Liga ist, das weiß man, das weiß nicht nur ich, das weiß jeder. Also von daher. Wie sehr verfolgst du denn Fußball in der Schweiz, also in der Liga? Na klar, es ist ein bisschen schwierig, da ich in Österreich aktiv bin, vorher in der Bundesliga. Aber ich verfolge das schon jetzt mit dem Barrage-Spiel, war schon sehr interessant, haben wir hier noch zusammengeschaut und das Rückspiel habe ich dann zu Hause noch ein bisschen verfolgt und ja, also man bekommt da schon einiges mit. Hast du so ein Lieblingsteam in der Schweiz? Ist da jemand sympathisch? Boah, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, darf dich nicht festlenken? Na, da ich auch in Deutschland aufgewachsen bin, ist jetzt nicht so, dass ich da schon irgendwie einen Bezug zu einem bestimmten Verein habe. Ist aber auch so, dass ich muss sagen, allgemein, wenn ich Fußball schaue, bin ich jetzt nicht so, da bin ich Fan von, sondern klar, bei dem Verein, wo ich spiele, da bin ich dann Fan. Aber sonst würde ich jetzt sagen, von der Jugend auf, da drücke ich dem Verein die Daumen. War eigentlich nie so. Also ich bin da gerne neutral, schaue mir Fußball gerne an und dann. Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurück in die Vergangenheit. Und zwar geht es um deine
Nationalmannschaftsvergangenheit. Du hast ja von der U15 bis zur U18 für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, dann hast du gewechselt. Die Schweiz, weshalb hast du diese Entscheidung getroffen? Ja gut, also ich war in der U15 war ich schon mal bei der Schweiz dabei. Damals hat es dann nicht geklappt und dann habe ich den Schritt halt zum DFB gemacht. War auch eine super Zeit bis zur U18 dann. Aber ich war halt im stetigen Austausch mit Patrick Folletti auch und mit allen Trainern. Und ja, von daher war es für mich immer eine Alternative zu sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt zur Schweiz. Ist ja auch ja, für mich perspektivisch jetzt auch in die A-Nati. Da geht schon einiges, denke ich. Und man sieht ja auch in der Bundesliga, Schweizer Torhüter sind sehr begehrt und bringen auch ihre Leistung konstant. Und ja, ich glaube, dafür steht die Schweiz ja auch. Also falls du jetzt ein A-Nazi-Aufgebot bekommen würdest, von Deutschland und der Schweiz gleichzeitig, was würdest du nehmen? Wo würdest du zwischen die Pfosten stehen? Ja gut, das ist ja eher unwahrscheinlich, dass das in dem Fall dann so kommt. Wir dürfen mal ein bisschen träumen, komm. Träumen darf man, aber in dem Fall würde ich noch sagen, Schweiz. Ich bin aktuell bei der Schweiz und von daher ist Deutschland jetzt auch kein Thema für mich. Wie schätzt du allgemein so ein bisschen die Torhütersituation in der Schweiz ein, so in Bezug auf die Nationalmannschaft und vielleicht auch generell? Ja, sehr gut. Also ich glaube, da sind wir allgemein sehr gut aufgestellt. Muss man ja auch mal sagen, also die Nummer 1 mit Jan Sommer. Dann Roman Bürki, der da das jetzt erstmal beiseite gelegt hat. Aber dass so einer dann schon Nummer 2 ist, das zeigt natürlich auch einiges. Aber was danach kommt, Yvonne Vogo, ja, habe ich jetzt auch mal kennengelernt. Also da ist schon einiges an Potenzial da. Und klar, viele sind noch jung, ich bin auch noch jung. Aber Torhüter können natürlich auch länger spielen. So ist das dann. Und dann muss man auch Geduld aufbringen. Wie schätzt du deine Chancen? Nein, eben, es gibt ja noch einen Kobel, der nachkommt, auch einen Jonas Omlin, der jetzt immer wieder mal aufgebaut hat, von Balmos auch immer wieder im Gespräch. Wie schätzt du da deine Situation ein, so langfristig gesehen? Ja gut, also erstmal möchte ich hier meine Leistung bei der U21 bringen. Wir haben jetzt auch eine Quali-Runde, steht vor der Tür. Darauf bereiten wir uns ja auch vor und das ist auch am wichtigsten. Wenn natürlich jetzt wie beim Ruben oder beim Eray, dass man mal reinschnuppern kann, das ist natürlich, freut man sich natürlich riesig. Aber aktuell liegt der Fokus hier und bin auch sehr, sehr glücklich hier. Hattest du mal irgendwie Vergleiche oder schon Trainingseinheiten mit den A-Nazi-Keepern zusammen? Also sprich mit dem Sommer zum Beispiel? Ja, mit dem Sommer jetzt nicht. Also mit dem Folletti und Patrick hatte ich schon einige Einheiten zusammen. Mit dem Yvonne natürlich habe ich ein ganzes Jahr verbracht. Also da konnte ich auch schon ein bisschen mehr was abschauen. Aber am Ende, ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil und Man lernt auch nie aus und von jedem kann man sich auch ein bisschen was abschauen. Also ob es jetzt jünger ist oder älter, also ich denke, da hat jeder so seine Fähigkeiten. Philipp, zum Abschluss möchte ich dich noch bitten, mir Sätze zu beenden. Ich gebe dir die Einleitung und du machst einfach fertig. Die Zeit mit der Schweizer U-Nazi ist für mich enorm schön. Also Also wie ich jetzt schon gesagt habe, U21 ist noch mal einen Schritt weiter, man ist noch einen Schritt näher an der A-Nati. Und die Jungs sind super, die Mannschaft, das Trainerteam, also man merkt, das ist ein funktionierendes Team. Und ja, deswegen freuen wir uns ja auch alle auf die Quali-Runde. Langer Satz, aber ich nehme ihn. Ich finde es schade, dass Fußball... Durch den Videobeweis, muss ich sagen, ein bisschen an Emotionen verliert. Okay. In meinem Auto höre ich immer, Radio lasse ich nicht gelten. Die Charts, muss ich sagen. Die Charts, ja, also gut, hast du gut geredet, wenn das Radio nicht gelten. Philipp, besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft in der Nazi und auch im Clubfußball. Mach's gut. Danke dir. Das war schon wieder vom One-on-One. Besten Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. One.